Hi Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, wir müssen, glaube ich, eine Quest oder so haben wir hier noch und ich glaube ein, zwei Fragezeichen. Aber jetzt wollen wir noch mal schauen, was die Quest hier, was der hier sagt. Was ist mit deiner Schmiede geschehen? Diese verdammten Soldaten. Ptolemäus Hauptmann sah, wie ich ein Schwert hergestellt habe und warf mir vor, ein Rebell zu sein. Er lag nicht falsch. Sie haben meine Werkzeuge beschlagnahmt. Bastarde. Ganz Siva braucht einen Schmied. Sogar ich. Ich kann dir nicht helfen, Bayek. Nicht bevor ich Hammer und Zange zurück habe. Und ich muss mir diesen hässlichen Esel von Hauptmann vom Hals schaffen. Ist dieser Hauptmann irgendwo, wo ich ihn finden kann? Am Fuße der Berge westlich von hier. Im Tschitsche-Lager. Ich hole diese Werkzeuge zurück und kümmere mich um den Hauptmann. Okay. Benipir sagte, die Werkzeuge sind im Tschitsche-Lager. Und der Hauptmann, der dahinter... Das Eisenschmieden? Schauen wir mal, ob wir das finden. Alles klar. So weit ist es ja gar nicht weg eigentlich. Ptolemäus. Er hat uns allen großes Leid gebracht. Okay, Statue wäre zerstört. Aber nicht der Mann, dem sie gewidmet war. So, dann schauen wir doch mal. Eins wäre hier. Vielleicht stellt er uns eine schöne Waffe her oder sowas. Der Schmied. Das ist für meinen Freund. Die Truhe mit den Werkzeugen findet sich im Schädellager. Werkzeuge. Haben wir das schon? Werkzeuge. Das ist alles. Benny. Ging aber schnell die Quest. Thank you.
Bayek. So hier, mein Junge. Gut. Hier ist dein Werkzeug. Dieser Hauptmann taucht hier nicht mehr auf. Endlich kann ich meinen Laden wieder öffnen. Ich danke dir. Gern geschehen. Diese Waffen hier hatte ich vor den Soldaten versteckt. Bitte, such dir doch eine aus. Mach schon, nimm eine. Sie sind alle gleich viel wert. Okay, Bogen. Einen schweren Hammer, oder was? Ich glaube, ich nehme mir die hier. Dieser Speer ist scharf und lang. Du kannst Abstand halten und deine Vielen Dank, mein Freund. Oh. Komm gern jederzeit. Legendary, oder? Oder seltener, sagen wir mal. Okay, der ist schon besser. Wieder Bayek. Okay. So, okay, dann schauen wir mal, was es hier noch gibt. Was ist das hier? Sperrgebiet, den Hauptmann. Das habe ich ja schon. Hier gibt es noch eine Quest. Und hier. Gab man das Orakel, hier gibt es auch noch was. Zu Hause Schatzplan. Ich habe da gar keinen Schatz gefunden. Mehr. Und schauen, wo ich den Schatz hier finde. Ist der vielleicht oben drauf auf der Terrasse oder so? Muss es hier oben sein. Ist doch nix. Schatzplündern 0 von 1. Ah, okay. Schatz. Oh, ein Schwert.
es? Kriege ich es zurück? Okay. So. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Das haben wir schon. Da wäre noch was. Hier wäre auch noch was. Ich würde gerne mal hier hingehen. Wir sollen uns die Aussichtspunkte auf jeden Fall noch holen. Vielleicht tut dieser noch ein bisschen was freischalten auf der Karte dann. Okay, der rennt jetzt selbstständig hin, oder was? Cool. Straße folgen nicht verfügbar. Okay. Gehen wir runter. Boah. Alter, der macht fast auf ein Ding down. Boah, ich renn. Okay, kommen wir nicht weiter. Neihülle müssen wir eigentlich geklärt haben. Hier dürfte eigentlich nichts mehr sein. Alter Schwede, heftig. Heftiger Shit. Wenn das so, holst du ein paar Federn oder sowas. Bisschen. Dass ich was basteln kann, aber. So, da hinten wollen wir hin. Wie komme ich jetzt hier runter? Ach du Scheiße. Okay, wir müssen dort oben hin. Schauen wir mal, wie wir es am besten hinkriegen. So schwer dürfte das eigentlich nicht sein, hoffe ich mal. Da auf jeden Fall. Genau, den nehmen wir so ein bisschen Fleisch mit. Bergziege. Okay, da oben müsste es sein. Okay. Schauen wir mal, wie wir dort hochkommen.
Denk mal da irgendwo an der Seite hoch. Okay, warum ist das so komische Musik? Okay, hier ist der Ding vorbei. Ich müsste jetzt eigentlich hier hoch irgendwie. Ich denke aber, die Musik ist jetzt hier, weil die Zone vorbei ist. Oh, das hilft ja nicht. Ich muss da hoch. Wissen wir, den ich da festhalten kann? Hat der irgendwelche komischen Messer im Handschuh drin? Geile Aussicht. Noch ein Foto machen. Das Coole eigentlich ist wie in Horizon Zero Dawn. Da gab es nämlich auch so einen Fotomodus. So, Todessprung. Noch was zu plündern? Den seine Hände will ich jetzt mal sehen. So. Okay, was haben wir da bekommen? Fertigkeiten können wir wieder was machen. So, jetzt würde ich aber gerne noch... Ah, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen mehr aufgedeckt. Alles klar, dann gehen wir doch mal hier hin. Mal gucken, was da so jibbit. Neun Uhr denkt, halber Punkt. Banditen. Wie kommen Sie an diesen heiligen Ort?
hätte ich Remo nicht hierher gebracht. Wäre alles anders gelaufen? Okay, ich glaube, die sind noch ein bisschen zu stark. Die werden wir noch nicht knacken können. Schatz plündern. Kann ich den Schatz nicht anders plündern? Schau mal, wie kann ich den irgendwie plündern, ohne dass ich die hier... nicht killen können. Ja, einen Schatz habe ich trotzdem. Ist da noch was? Wahrscheinlich auch wieder so eine Art Schatz oder so. Wie gesagt, ich will halt das Gebiet einfach fertig machen. Ich will wieder nur die Hälfte, die ganze Hälfte zurücklassen. Also es könnten schon ein paar Folgen werden, ne? Aber ich finde, so soll es ja auch sein mit so einem Spiel. Ich mag das nicht, wenn man nur die Hauptstory da verfolgt. Können wir gleich nehmen, mal ein bisschen Zeugs farmen. Ich hoffe mal, dass es nicht zu sehr ausarten tut. Steinbock versteckt. Das war ja von der vorigen Quest schon mal was. Tier töten. Ja, da haben wir doch gut was mitgenommen, würde ich sagen. Vielleicht können wir uns ja noch mal ein bisschen was bauen. Was ist denn das jetzt hier überhaupt? Kann ich hier was machen? In den Bäumen? Ausrüstung. Hier kann ich was machen. Sehr cool. Und da brauche ich eben Holz. Aber wie kann ich denn das Holz... Hilfsmittelfähigkeit. Ich glaube, ich muss... das erst freischalten, damit ich hier so Holz hacken kann oder sowas. Tier töten, habe ich doch schon. Wahrscheinlich ein Steinbock. Den down.
So, wo ist er denn jetzt? Was wird der sein? Da ist er. Okay, holen wir uns den mal. Klar, dann haben wir den Steinbock-Versteck. Ob es hier noch irgendwas gibt? Oh, hier gibt es Köcher. Sehr schön, haben wir das auch erledigt. Dann gehen wir doch gleich hier weiter. Der hätte wieder woanders hin. Hyänenbau. Oh, oh, oh. Hier sehe ich gar nichts. Warte mal, warum anders? Schauen wir mal, ob wir die Zeit verschieben können. Dann ist der Sandsturm vielleicht auch vorbei. Und genauso ist es auch. Und dann schauen wir doch mal, welches Tier wir brauchen. So, meine Dampfe ziehen. So, okay, die sind immer noch da. Und wir schauen,
welches Tier wir denn brauchen. Da ist er schon. Markieren wir uns doch gleich mal. Sehr gut. Läuft, würde ich sagen. Auch abgeschlossen, Hyänenbau, sehr schön. Dann wollte ich nochmal hier reingucken. Hier kann man nicht tauchen, okay. So. Okay. Wäre jetzt eigentlich nur noch hier was. Hier wäre auch noch was. Ja, ich brauche unbedingt das Holz. So, dann gehen wir doch direkt mal hier rüber. Wenn wir dann darüber kommen, dann glaube ich, dann müssen wir über den Fluss rüber. Vielleicht können wir. Hier war doch ein Schiff, oder? Okay, würde ich sagen, die schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Okay, die geben eigentlich nicht großartig was. Genau, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, Leute. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf meinem Kanal.